Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe es ja bereits angekündigt, ich werde mir jetzt die Haare färben und da ich das noch nie gemacht habe, dachte ich mir, ist vielleicht ganz lustig, euch in einem Video mitzunehmen. Ich habe mir ein T-Shirt geholt, mein Maler-T-Shirt, was ich wohl oder übel einsäumen kann. Genauso habe ich hier zwei Handtücher, die ich vom Klamottenfärben und vom Malern und dann nicht so ganz ordentlich sauber machen schon ein bisschen versaut habe und dementsprechend auch jetzt bereit bin zu opfern. Und ich habe hier meine Haarfarbe. Der Allergietest ist jetzt 48 Stunden her. Ich habe nicht drauf reagiert. Und ich habe mir die Anleitung schon mal grob durchgelesen, aber werde mich jetzt erstmal noch vorbereiten, indem ich das T-Shirt anziehe und mir mal noch so irgendwie Zopfgummis oder so, meine Haare dann so in Bereiche zu unterteilen, praktisch raussuchen und alles vorbereiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin so gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Und es ist jetzt echt früh am Morgen, ich habe noch den ganzen Tag Zeit, um das ganz in Ruhe zu machen und damit es am Ende so gut wie möglich aussieht. Ihr seht mich jetzt nochmal mit meiner, das ist nicht mal meine Naturhaarfarbe. Meine Naturhaarfarbe ist im Prinzip das, was man hier unten so sieht, dieses dunkle. Also wenn man den Unterschied so sieht, die hier oben sind schon wesentlich heller als die unten, weil ich das halt immer nur so mehr oder weniger halbherzig geblichen habe mit. Ich kann euch auch zeigen, womit. Und zwar sowas hier. Also gibt es verschiedene Marken oder Hersteller, die so ein ganz normales Blondierungsspray herstellen, was auch gut funktioniert so. Aber jetzt will ich einmal richtig und einmal ein bisschen intensiver und einmal alles und hoffentlich wird es gut. So, Vorbereitung Nummer 1. Ich habe mein Haar jetzt unterteilt, also hier oben den Bereich, den ich dann als zweites mit Portion Nummer 2 praktisch bearbeiten werde. Und Portion Nummer 1 ist jetzt hier und damit mache ich praktisch erstmal alle anderen Haare, die ich jetzt hier so jetzt hier schön zurechtgekämmt habe. Handtuch ist da, altes T-Shirt ist da. Notfallhandtuch ist da, Musik ist da und ich würde sagen, jetzt geht's los. Stunde warten. Wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. In der Zeit mache ich ein kleines bisschen Ordnung. Ich habe tatsächlich nur eine Portion gebraucht. Wenn das Ergebnis mich jetzt noch nicht zufriedenstellt, dann kann ich ja nochmal mit der anderen nachfärben. Aber es war wirklich genug drin. Ich dachte, ich brauche beide, aber ich habe überall genug verteilen können. In jeder Sekunde klingelt mein Timer. Ich habe jetzt eine halbe Stunde Netflix geguckt und die Wohnung gelüftet. Ich wusste nichts mit mir anzufangen. Ich werde es gleich ausspülen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass man überhaupt einen Unterschied sieht. Genau, ich muss also ausspülen. Dann muss ich dieses Zeugs hier noch drauf machen. Das nochmal 2 Minuten einwirken lassen und dann nochmal ausspülen. Wir haben hier einmal das fertige Ergebnis. Das Licht ist hier halt echt scheiße. Also ich muss dazu sagen, das ist natürlich... wo ist denn die Verpackung? Irgendwo hatte ich noch so eine Verpackung. Hier. Das ist natürlich nicht ganz dem entspricht, was da abgebildet ist. Aber man sieht hier hinten auf dieser Farbtabelle, also meine Ausgangshaarfarbe war das hier. Dementsprechend so. Also ich kann das jetzt nochmal ranhalten. Ja gut, also es ist natürlich ein bisschen dunkler so. Aber ich werde die einfach nochmal in naher Zukunft nachfärben. Und werde jetzt aber nochmal bei ordentlichem Licht und das wird wahrscheinlich, so wie es jetzt hier aussieht, ich weiß jetzt nicht, ob es hier anders aussieht, ich werde gleich nochmal Softboxen und alles aufbauen und dann nochmal eine Sequenz filmen. Ich finde aber, und ich weiß das, beziehungsweise ich sehe das auch, dass es auf jeden Fall heller ist als vorher und alles so ein Farbton
jetzt mehr oder weniger gleichmäßig ist. Mein Ansatz kann ich ruhig nochmal auf jeden Fall nachfärben. Und wie gesagt, ich habe ja noch eine Packung. Dementsprechend wird es, ja, naja, also wenn das jetzt nicht heller ist, dann weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls wird es nochmal sehr zeitnah nachgefärbt. Und irgendwann bin ich dann mal so hellblond. Ich sitze jetzt hier vor meinen zwei Softboxen. Ich habe natürlich jetzt keinen Vorher-Nachher-Vergleich so richtig. Ich habe auch irgendwie so ein Gefühl, dass da ein Rotstich drin ist, den ich irgendwie noch raus haben möchte. Ich überlege jetzt, je nachdem wann auch immer ich das nächste Mal färbe, ich nehme euch unter Umständen mit, wenn ich nochmal nachfärbe, in der Hoffnung, dass es dann deutlich heller nochmal wird. Einen wunderschönen guten Morgen, es geht weiter mit dem Haarefärben. Ich habe gestern, glaube ich, stand ich irgendwo früh in der Sonne, beziehungsweise in einem sonnigen Raum und dachte mir so, krass, jetzt sieht man einen Unterschied, meine Haare waren offen, meine Haare waren geglättet und da habe ich festgestellt, ja, die sind tatsächlich wirklich heller als vorher, was ja auch Sinn macht und aber vor allem, dass sie halt so gleichmäßig heller geworden sind, also ich kann die ja immer aufmachen, auch wenn ich mir früh die Haare nicht gemacht habe, weil ich ja jetzt weiter färbe, das macht gerade keinen Sinn, wenn ich mich heute früh dann nochmal geglättet hätte, also praktisch auch hier unten, dass die Haare, die man jetzt beim Zopf halt oben drauf sieht, und hier unten, dass die halt auch mal mit heller geworden sind. Das habe ich wirklich gesehen, den Effekt. Ich werde jetzt meine Haare wieder befeuchten. Ja, also hier finde ich, sieht man das jetzt schon total, dass der Rotstich so ein bisschen weg ist und dass es halt alles heller ist. Ich werde meine Haare jetzt wieder befeuchten und nach Anleitung nochmal färben. Ich bin fertig mit meinen Haaren. Ich habe mich hier versucht, wo ist denn das Licht noch besser? Mal wohin zu stellen, wo man das ganz gut eigentlich jetzt sieht, das Ergebnis. Also es ist auf jeden Fall wieder heller geworden, aber immer noch nicht bei den Ansprüchen entsprechend. Ich kann euch jetzt gerade hier leider nicht so richtig in einem guten Tageslicht das zeigen, wobei so geht es jetzt eigentlich auch, weil es draußen dunkel ist, also im Sinne von so wolkig wegen Regen. Aber also ich finde es auf jeden Fall ist schon mal wieder besser. Ein Schritt in die richtige Richtung. Falsch. So. Ja, so sehe es ohne Licht aus. Aber es ist nach wie vor noch nicht das, was ich haben möchte. Ja, aber aufgrund der Tatsache, dass ich ja nicht in zu kurzen Abständen da mit Farbe ran kann, muss ich da jetzt erstmal noch ein Stückchen warten. Aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Oh ja, bei dem Licht ist es doch schon mal, ist auch schön. Aber es muss noch blonder werden. Wird es aber hoffentlich bald. Es ist wieder einige Zeit vergangen. Meine Haare sind halt immer noch nicht so, wie ich sie gerne haben möchte. Und ich habe jetzt nochmal ein anderes Produkt und zwar einen richtigen Aufheller. Mit dem hier oben seht ihr, wie der aufhellen soll. Deswegen verspreche ich mir davon jetzt sehr, sehr, sehr viel. Und wenn das nicht klappt, dann kriege ich die Krise. Der hat eine längere Einwirkzeit. Der hat auch ein bisschen andere Zusammensetzung. Allergietest ist gemacht. Ich werde mich jetzt daran machen. Und hoffentlich, oh mein Gott, wie geil wäre das, wenn ich danach einfach endlich mal so richtig hellblond wäre. Ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, dass es was wird. Ich hoffe, dass ich das ordentlich und gleichmäßig hinkriege und wir sehen uns dann wieder, nachdem ich es aufgetragen habe und dann nach der Einwirkzeit. Ich bin so gespannt, ich kann das kaum erwarten. Ich will einfach nur endlich mal richtig blond sein und alle Menschen, die mich jetzt demnächst dann sehen werden, die das nicht wissen, werden tot umfallen, wenn es so wird, wie ich es mir erhoffe. Also ich will dir nichts sagen, aber jetzt schon allein während der Einwirkzeit sieht das schon übelst hell aus. Ich hoffe, dass es diese Ungleichmäßigkeit, die da jetzt noch drin ist, irgendwie weggeht. Standard ist, das Haar nicht zusammenbinden darf während der Einwirkzeit. Also muss ich das jetzt hier so trocknen lassen. Ich habe mir, einwirken lassen. Ich habe mir einen Timer gestellt, bin jetzt gerade ein bisschen im Bad aufräumen und ich glaube, ich habe endlich zumindest was in die Richtung produziert, wie ich es haben möchte. Und ich dachte mir so, wieso auch immer, ich mir das denke, bevor ich erstmal völlig blond bin. Auf blond kann man auch dann bestimmt sehr gut auch rosa färben, oder? Also, wenn man dann so richtig schöne helle Haare hat, dann kann man da bestimmt ein gutes Rosa draus machen. Da brauche ich dann aber Assistenz, weil mit Farbe, also irgendwas nicht nur heller, sondern wieder praktisch farbig machen, brauche ich dann Hilfe. Aber da werde ich schon jemanden finden, der dann mir die Haare
rosa färben darf. Ich präsentiere euch das fertige Ergebnis. Ich freue mich so sehr. Es ist wirklich relativ gleichmäßig. Es hat hier unten noch ein bisschen so einen Rotstich. Da werde ich aber nochmal jemanden fragen, ob er mir dann hilft, es noch rauszukriegen. Also praktisch nachzufärben, sodass ich dann ja wirklich alles so komplett in so einem richtig schönen, hellen, halt nicht rotstichigen Blond habe. Ich bin so unfassbar zufrieden. Ich freue mich so sehr. Kann ich jetzt auch eben nochmal im Sonnenlicht... Boah. Das Problem ist, dass ich mich jetzt gerade hier selbst nicht sehe. Ja, okay, ihr seht im Sonnenlicht einen übelsten Rotstich. So geht's. Ich freue mich mega. Genauso wollte ich das. Ich weiß nicht, warum ich nicht von Anfang an einfach nur dieses Zeug genommen habe. Jedenfalls bin ich jetzt damit endlich da angelangt, wo ich hin wollte. Dementsprechend sind wir auch am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke mir mein letztes unten drunter. Und ich glaube, ich habe jetzt so langsam ein bisschen Färbeerfahrung gesammelt. Also von daher könnt ihr gespannt sein, falls ich jetzt nochmal auf Ideen komme, weil ich halt jetzt weiß, wie man Haare färbt und so, was man da so mehr oder weniger vielleicht mal beachten müsste, dass ich mir dann so spontan irgendwann mal denke, wie wäre es jetzt mit das und das. Und dann habe ich halt eine neue Haarfarbe. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wer mich nachher als erstes sehen wird. Wahrscheinlich Karl, wenn ich ihn vom Kindergarten abhole. Das wird lustig. Oha, das wird lustig, was der Karl dazu sagen wird. Ich kann es ja leider nicht filmen in dem Kindergarten da. Aber so die erste Reaktion. Wow, ich bin sehr gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu der Haarfarbe sagt. Oh mein Gott, ich finde das so cool. Ich weiß nicht, ich wollte einfach immer mal blond sein. Jetzt bin ich blond. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich werde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, was ich jetzt noch so anstelle. Und ja, dann bis zum nächsten Video.